Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie herzlich begrüßen, eben mit der Kirche, mit dem Gruß der Kirche an einem Festtag, den wir eigentlich feiern sollten, denn wir feiern eine Heilige, die eigentlich noch für uns ältere Leute gleichsam eine Lebensgefährtin war. Edith Stein. Edith Stein war gebürtig aus Breslau und war die Tochter einer jüdischen Familie. Hat ihren jüdischen Glauben in der Jugendzeit verloren, hat ihn später wieder gefunden und nach einigem Suchen, sie war eine sehr intelligente Frau, nach einigem Suchen hat sie nicht nur ihren jüdischen Glauben gefunden, sondern sie hat den katholischen Glauben gefunden, ist Katholikin geworden, hat sich taufen lassen und hat ein Leben gelebt, ganz mit Christus. Sie ist eingetreten dann in den Karmelitenorden und heißt somit Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz. Einiges noch später zu ihrem Leben und zu ihrem Zeugnis. Wir aber wollen uns bereit machen für die Begegnung mit dem Herrn. Sie hat diese Begegnung schon für immer, die Edith Stein. Wir haben sie noch nicht für immer, aber wir können ihm immer wieder neu begegnen, so auch jetzt bei der Heiligen Messe. Zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, aber doch in Gemeinschaft mit ihm, in Verbundenheit mit ihm, in Glaube, Hoffnung und Liebe eben verbunden mit dem dreifaltigen Gott, aber auch mit allen seinen Engeln und Heiligen. Und all diesen wollen wir auch bekennen, dass wir noch sehr unvollkommen sind auf dem Weg zur Heiligkeit, beten wir in diesem Sinn das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Gott unserer Väter, du hast die heilige Märtyrin Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis zum Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Esther. In jenen Tagen wurde die Königin Esther von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels. Herr, unser König, du bist der Einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir. Die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinen Stamm gehört, und dass du, Herr Israel, aus den Völkern erwählt hast. Du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr. Offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte. Leg mir in Gegenwart des Löwen die passenden Worte in den Mund und stimm sein Herz um, damit er unseren Feind hasst und ihn und seine Gesinnesgenossen vernichtet. Uns aber rette mit deiner Hand, hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand außer dir, o Herr. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz erscheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, das starb am Kreuz. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du Halleluja, 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 Halleluja. Bei ihnen wird meine Wohnung sein, ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit sagte die samaritische Frau zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben hier auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte,
wo man Gott anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, zum Glauben finden ist etwas Großes. Diese Edith Stein hat, wie gesagt, in jungen Jahren ihren jüdischen Glauben verloren, aber das Suchen hat nicht aufgehört. Sie hat gesucht und den Glauben wiedergefunden, aber noch mehr. Sie hat vom jüdischen Glauben zum christlichen Glauben gefunden. Sie hat zu Jesus Christus gefunden und hat ihr ganzes Leben dann auf ihn gesetzt und ausgerichtet auf ihn. Sie ist nicht nur Katholikin geworden, hat sich nicht nur taufen lassen, sondern ist eingetreten in einem der strengsten Orden der katholischen Kirche, nämlich in den Karmelitinnenorden, und heißt eben Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz. Sie hat das Kreuz Jesu Christi in ihren Namen hineingenommen, wohl ahnend, dass sie in diesem Kreuz Jesu Christi auch ihren Anteil haben wird. Sie hat ihren Anteil bekommen in der Zeit des Nationalsozialismus, musste sie fliehen, weil sie eben jüdischer Abstammung war, wurde aber dann doch ergriffen und wurde zum Tod verurteilt, ist hingerichtet worden, weil sie Jüdin war. Diese Edith Stein, eine großartige Frau, eine starke Frau, eine gläubige Frau, die einmal erkannt, dass Jesus Christus der Erlöser ist und dass von ihm alles abhängt, ob wir eine Zukunft haben im Himmel. Einmal das erkannt, hat sie ganz mit ihm und auf ihn hin gelebt, mit allem, was dazugehört, mit Verurteilung und Leiden und Kreuz, Sterben, aber auch mit der Auferstehung. Sie ist mit ihm im Himmel beim Vater. Sie darf bei ihm sein, ganz und gar. Wir sind noch auf dem Weg und wir können mit ihrer Fürsprache rechnen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir unterwegs sind und dass der Weg ein Ziel haben soll, ja haben muss, nämlich Gott und den Himmel bei ihm.
Sie ist sicher eine Wegbegleiterin für junge Leute, die suchen. Sie ist sicher eine Wegbegleiterin für die Ungläubigen, die doch in ihrem Unglauben unruhig sind. So wie der heilige Augustinus, der ja auch lange Zeit ungläubig war, es formuliert hat: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, mein Gott. Das hat Edith Stein auch erleben dürfen und sie darf bei ihm sein. Wir dürfen jetzt auch bei ihm sein, nicht in der vollendeten Form, sondern in der Form, wie er sie uns hinterlassen hat beim letzten Abendmahl, wo er sich selbst gegeben hat im Brot und im Wein, wo er den Jüngern den Auftrag gegeben hat: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und so sind wir dabei, dieses Gedächtnis zu feiern und die Tagesheilige, die heilige Theresia Benedicta vom Kreuz, ist mit uns dabei. Sie wird Fürbitte einlegen, sie wird ganz besonders auch alle, die unsicher sind, alle, die Zweifel haben, begleiten, damit sie auch hinfinden zu diesem Vertrauen an den gekreuzigten Herrn, zu diesem Erlöser der Welt, der Erlöser ist für jeden einzelnen Menschen, auch für jeden einzelnen von uns. So wollen wir zu Gott, der uns Erkenntnis der Wahrheit schenken möge, rufen. Für alle Urnsangehörigen, Gott, lass ihre Sehnsucht, nachdem du immer wach bleiben, und schenke ihnen erfüllende Begegnungen mit dir. Wir bitten dich, wir bitten dich für alle, die zu Unrecht, Gewalt und Unterdrückung erleiden. Öffne Wege zur Befreiung und heile ihre Wunden an Leib und Seele. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Kranken, schenke ihnen Geduld mit sich selbst und Vertrauen auf deine heilende Nähe. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für die Völker Europas. Lass den Glauben an dich und deine Liebe lebendig bleiben und schenke ihnen Frieden und Gerechtigkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch das Anliegen der Heiligen Messe mit hineinnehmen. Aumeier Franz für verstorbene Eltern und Schwiegereltern. Wir bitten dich, erhöre uns. Deine Gnade berührt und ermutigt uns, Herr. Höre unser Bitten und erhöre sie durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, die heilige Theresia Benedicta vom Kreuz hat das Schicksal deines Volkes als das Kreuz deines Sohnes verstanden und es im Namen aller auf sich genommen. Auf ihre Fürbitte mache auch uns bereit, teilzunehmen an dem einen Opfer des neuen Bundes, den dein Sohn in seinem Blut gestiftet hat zur Erlösung der Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, offenbarst du deine Größe und in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat ihr Blut vergossen als Zeugin des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, Herr. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, der heiligen Theresia Benedikta vom Kreuz und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst.
nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst auf meine Brüder, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, spricht der Herr. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, bei der Festfeier der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, durften wir die Frucht vom Baum des Kreuzes empfangen. Hilf uns durch die Kraft dieser Speise, dass wir uns als Christen in Treue bewähren, bis wir essen dürfen vom Baum des Lebens inmitten des Paradieses. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen jetzt noch beten und die Sterbeglocke läuten für Frau Hermine Kiesenhofer, die gestern Abend im 86. Lebensjahr friedlich entschlafen ist. Der Termin für das Nachtwachen und das Begräbnis wird noch bekannt gegeben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist gut und allzeit barmherzig. Wir bitten dich für unsere Schwester Hermine Kiesenhofer, die du zu dir gerufen hast. An dich hat sie geglaubt und auf dich gehofft. Führe sie zur wahren Heimat. Lass sie die ewige Freude genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht gleich dir. Lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Wir wollen noch um den Segen Gottes bitten, der uns begleiten möge heute den ganzen Tag und darüber hinaus. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.